belästigt unseren Meister nicht. Gardez vos enfants avec vous. Et ne dérangez pas notre maître. Pierre, Jean, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Kommt zu mir, Kinder. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Kennt ihr die Geschichte vom Hirten, der ein Schaf verloren hat? Nein, erzählt sie uns. Es war einmal ein Hirte, der besaß 100 Schafe. Er war glücklich mit seinen Schafen und immer sehr besorgt um seine Herde. Jeden Abend zählte er sie. Eines Abends jedoch zählte er nur 99. Eins fehlte. Diener, ein Schaf ist nicht zurückgekehrt. Ach, dieses Schaf. Es macht immer, was es will. Für mich, Diener, bedeutet dieses Schaf genauso viel wie all die anderen. Geh und such es. Es hat sich verirrt. Es friert. Es hat Angst. Such es. Warum soll ich es suchen? Du hast doch noch 99 andere. Du irrst dich, Diener. Ich kann nicht glücklich sein, solange es nicht zur Herde zurückgekehrt ist. Wenn du nicht gehst, werde ich es selber suchen. Der Hirte machte sich auf den Weg. Und als er es gefunden hatte, lief er voller Freude nach Hause zurück. Wenn einer von euch 100 Schafe hat, und eins davon verliert, wird er es nicht suchen, bis er es gefunden hat? Und wenn er es gefunden hat, ruft er seine Freunde und Nachbarn und sagt, kommt alle her, um mit mir zu feiern. Ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich bin der gute Hirte. Ich bin sogar bereit, mein Leben für meine Schafe hinzugeben. Und euch sage ich, im Himmel wird mehr Freude sein über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Jesus! 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 Ce sont Marie et Marc qui m'envoient. Viens vite, Lazare va mourir. Danke für die Botschaft. Ils ont dit que tu étais leur ami. Si tu ne viens pas, il va mourir. Geh nur. Ich werde im rechten Augenblick da sein. Il guérit tout le monde et fait rien pour ses amis. Viele Menschen halten mich für einen Wundertäter, einen Propheten oder für Johannes den Täufer. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Selig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus der Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und euch allen sage ich, ihr Trauernden, steht auf, ihr werdet getröstet werden. Und ihr alle, die ihr arm seid, ihr werdet das Himmelreich erlangen. Ich würde lieber gleich was erlangen. Die Reichen und Mächtigen, glauben ihnen gehört die Welt. Sie nehmen sich alles. Notfalls mit Gewalt. Doch, was können sie mit all dem Geld kaufen? Einfach alles. Ein gutes Herz können sie sich nicht kaufen. Und auch nicht das Reich Gottes. Ihr aber, ihr könnt es besitzen, egal wie arm ihr seid. Sehr arm. Wenn euch nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, dann sollt ihr satt werden. Willkommen. Was wollt ihr von eurem Gott? Barmherzigkeit. Dann zeigt Barmherzigkeit. Und ihr werdet auch selbst Barmherzigkeit erfahren. Liebe. Dann zeigt Liebe, habt ein reines Herz und ihr werdet Gott schauen. Befreiung von den Römern, Frieden. Dann stiftet Frieden.
renoncez à la violence et vous serez appelés fils de Dieu. Denkt einmal an die Propheten. Sie wurden verfolgt, aber ihren Glauben haben sie nie verloren. Seid standhaft in der Liebe, wenn ihr um meinen Willen verfolgt werdet. Und euer Lohn im Himmel wird groß sein. Und folgt dem Gesetz Moses. Dem Gesetz, ja. Aber sorgt euch nicht so sehr darum, was ihr esst und was ihr trinkt. Wichtiger ist, was ihr sagt und was ihr tut. Ihr seid das Salz der Erde. Bewahret das Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg gebaut wird, kann nicht versteckt bleiben. Man zündet auch keine Lampe an, um sie unter den Tisch zu stellen. Man stellt sie hoch, damit sie allen leuchten kann. Lasst also euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke erkennen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Lehre uns auch beten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie so viele. Sie glauben, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ta règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas sous la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ich sage euch, sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er ihn um Brot bittet? Wenn nun also ihr schon Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denjenigen geben, der ihn bittet? Jesus! Du lehrst den Weg Gottes in seiner ganzen Wahrheit, ohne Rücksicht auf Personen zu nehmen. Wir alle wissen, dass du wahrheitsliebend bist. Was sagst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuern zu zahlen? Ihr Heuchler! Warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir eine Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Wessen Bild und Aufschrift ist das? Des Kaisers. Also, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Rabbi. Was muss ich tun, um das Himmelreich zu erlangen? Was steht im Gesetz? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Tu das, und du wirst leben. Aber Herr, wer ist mein Nächster? Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho und wurde von Räubern überfallen. Sie raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester vorbei. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Schriftgelehrter vorbei. Er sah ihn und ging ebenfalls weiter. Dann kam ein Fremder.
Ein Ausländer. Ein Mensch, den wir Juden normalerweise meiden. Ein Samariter. Er sah ihn, behandelte seine Wunden, hob ihn auf sein Maultier und brachte ihn in eine Herberge. Am nächsten Tag gab er dem Wirt Geld und sagte zu ihm, alles, was du mehr ausgibst, werde ich dir bei meiner Rückkehr erstatten. Was glaubst du? Welcher der drei Männer hat sich dem Opfer gegenüber als Nächster erwiesen? Derjenige, der barmherzig war. Also geh hin und tue das Gleiche. Und euch allen sage ich, tut denen Gutes, die euch hassen. Wenn euch jemand auf die linke Wange schlägt, dann haltet ihm auch die rechte hin. Behandelt die Menschen so, wie ihr behandelt werden wollt. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet auch ihr gemessen werden. Du kennst dich doch mit dem Gesetz so gut aus. Diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Das Gesetz befiehlt uns, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Erbrechen! Willst du, dass wir das Gesetz übertreten und sie laufen lassen? Antworte! Celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Es ist niemand da, der dich verurteilt. Niemand, Herr? Wirklich niemand? Auch ich verurteile dich nicht. Geh jetzt und sündige nicht mehr. Lasst euch nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Meine Freunde, es ist schon spät. Geht ihr voraus ins Dorf, sucht eine Herberge für die Nacht und besorgt etwas zu essen. Ich komme gleich nach. Guten Frau. Gib mir zu trinken. Comment? Toi, qui es juif?
face à moi une femme, une Samaritaine. Ignores-tu que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains? Wenn du wüsstest, welche Gnade dir zuteil wird, indem du mir begegnest. Und wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich bitten, deinen Durst an dieser ewigen Quelle zu stillen. Comment veux-tu me donner de l'eau? Tu n'as rien pour puiser? Et le puits est profond? Ou serais-tu peut-être plus grand que notre père Abraham, qui nous a donné ce puits et qui y a puisé lui-même avec ses fils et ses troupeaux? Frau, ich sage dir, wer von diesem Wasser trinkt, wird immer noch Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm reichen werde, wird nie mehr dürsten. Es wird in ihm eine sprudelnde Quelle für das ewige Leben sein. Alors donne-moi cette eau. Comme ça, je n'aurai plus jamais soif et je ne viendrai plus jamais puiser ici. Geh zuerst nach Hause und komm mit deinem Mann hierher zurück. Mais je n'ai pas de mari. Ich weiß. 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein Ehemann. Du hast mir also die Wahrheit gesagt. Seigneur, tu es prophète. Alors dis-moi pourquoi les sages et les docteurs de la loi nous apprennent que Jérusalem est le seul endroit pour adorer Dieu. Pourtant, nos pères, depuis Jacob et Josué, l'ont adoré ici, sur cette montagne, et lui avaient même élevé un autel. Frau, glaube mir, die Zeit wird kommen, da die Menschen den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem, sondern auf der ganzen Welt anbeten werden. Oui, je sais, le Messie, celui qu'on nomme le Christ viendra et nous apportera la vérité. Ich, der mit dir geredet hat. Ich bin es. Vous l'avez tous entendu? Cet homme est un prophète? Il est le Christ, le Messie que nous attendons. Je dois rentrer dans mon village. Je dois rentrer et expliquer à tout le monde que moi, une simple femme, ai rencontré le Messie. Thank you.
Namen des Sinetriums haltet ein! Wenn du wirklich von Gott gesandt bist, dann beweise es! Sag dir doch zuvor den Leuten, dass sie schweigen sollen! Mich ehrt das Volk, wie es mein Vater will. Wenn diese auch verstummen, werde ich den Steinen befehlen, laut zu reden! Jesus von Nazareth! Herr, ich glaube fest an deine Macht. Herr, hilf mir! Was willst du? Seit vielen Jahren bin ich blind. Lass mich das Licht des Tages wiedersehen. Steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Licht? Sonne? Menschen? Ich sehe! Ich kann wirklich sehen! Ich habe gefühlt, dass nur du mir helfen kannst. Du bist wirklich Gottes Sohn. Hosanna! Certes, c'est la loi, nous le savons bien. Et pourtant, j'exclame devant vous tous, les miracles de cet homme vont bien au-delà de la loi. Hosanna! Hört nicht auf diesen Verführer mit seiner neuen Lehre. Hört auf uns, eure Priester. Kommt mit uns in den Tempel. Ihr Heuchler, ihr legt das Gesetz so aus, wie ihr wollt. Kommt mit uns in den Tempel. Wir wollen zum Vater beten. Dieser Mensch lästert Gott. Er schändet den Sabbat und verletzt die Satzungen der Väter. Wir alle gehören zum auserwählten Volk des Herrn. Doch der Segen wird zum Fluch, wenn er ihm noch länger folgt. Dieser Mann ist ein Prophet. Ja! Er ist doch größer als Johannes der Täufer. Ja! Zimmermann aus Nazareth soll unser neuer König werden. David war auch nur ein Hirte, bevor er König wurde. Wir warnen euch, glaubt nicht diesen Hergelaufenen. Mit seinen vermeintlichen Wunder lockt er euch immer tiefer in den Abgrund. Was soll das? Was soll dieses Treiben im Hause meines Vaters? Ist dies der Tempel Gottes oder ein Marktplatz? Und ihr duldet diesen Frevel? Wer gibt dir das Recht zu verbieten, was der Hohe Rat erlaubt? Wer bist du, dass du dir solche Macht anmaßt? Gib uns ein Zeichen! Ihr wollt noch Zeichen. Breche diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Was für ein Frevel! Das ist Gotteslästerung! 46 Jahre haben unsere Väter in diesem Tempel gebaut. Und du willst ihn in 3 Tagen neu erbauen. Die Finsternis bleibt ewig Finsternis. Aber in vielen Herzen wird bald ein Licht aufgehen. Komm mit mir zum Tempel. Wir beten zum Vater. Hosanna! Und auch zu unseren Vätern. Abraham, Isaak und Jakob sind, der kommt zu uns. Cet homme n'est-il pas un prophète? Er ist ein Feind der Propheten, ein Ketzer, ein Lügner, ein Betrüger. Er wird euch alle ins Verderben führen. Alors pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Ihr Kinder Israels, wollt ihr nicht mehr das auserwählte Volk des Herrn sein? Lasst euch von diesen Menschen nicht länger verführen. Non, ne les écoutez pas. Suivez Jésus. Hosanna! Wir müssen dem Hohepriester Bericht erstatten. Judas? So heißt du doch, oder? Du bist doch auch ein Anhänger von diesem Jesus. Ich habe viel von ihm gehört.
das ja Kranke heilt und sogar Tote lebendig macht. Bist du sicher, dass deine erstaunlichen Kräfte tatsächlich von Gott kommen? Ganz bestimmt. Jesus wird unserem Volk den Frieden bringen. Sei nicht naiv, Judas. Du glaubst doch nicht, dass die Römer einen neuen König dulden werden. Oder meinst du, er kann auch die Römer von seiner Lehre überzeugen? Lass ihn vor dem Hohen Rat sprechen. Gebt ihm die Gelegenheit zu beweisen, dass er zu den Gesetzen Israels steht. Versprechen, der Judas wird die Gelegenheit dazu haben. Passé. Komm in Ruhe mit dir. Brüder, ihr habt es heute erlebt, wie dieser Jesus es wagte, wie ein König aufzutreten. Die Menge hat ihm zugejubelt und unter Hosanna-Rufen zog er zum Tempel. Dort hat er die Händler mit der Peitsche aus dem Tempel verjagt und ihnen verboten, ihre Opfergaben zu verkaufen. Wo sollen nun die Pilger, die zu Tausenden zum Pascha-Fest in die Stadt kommen, ihre Opfergaben kaufen? Er will verhindern, dass das Pascha-Fest traditionsgemäß gefeiert wird. Er hat sogar gesagt, er will den Tempel abreißen. Meine Brüder, damit will er unsere Verbindung zu Gott abbrechen. So weit ist es gekommen. Die Stadt ist in Aufruhr. Nach der Verhaftung der Zeloten sind römische Truppen aus Caesarea im Anmarsch. Es fehlt nicht mehr viel bis zu einem Umsturz. Nur noch ein Schritt. Dann sind die Satzungen der Väter aufgehoben. Der Sabbat ist entweiht. Wir, die Priester ihres Amtes, enthoben. Die heiligen Opfer sind zu Ende. Das steht uns bevor. Wir mussten erleben, wie er sich anmaßte, vor allem Volk Sünden zu vergeben. Wenn er noch neue Wunder tut, dann werden bald alle an ihn glauben. Dieser Jesus wird sich noch zum König über Israel ausrufen lassen. Dann werden die Römer mit ihren Truppen ein Blutbad anrichten. Wehe der heiligen Stadt. Unser Tempel wehe, wenn wir diesen Menschen nicht mit Macht entgegentreten. Er hat mich beschimpft. Ich sei ein Heuchler. Ich glaube das alles nicht. Ich kenne Jesus und habe ihn schon oft predigen gehört. Er spricht über Nächstenliebe, über brüderliche Güte und über die Tugenden der Armut. Und außerdem hat er gesagt, dass sein Königreich nicht von dieser Welt sei. Ein falscher Prophet ist er. Alles, was er sagt, haben wir schon von Johannes dem Täufer und von anderen gehört. Aber Jesus verfügt über eine besondere Kraft, die nur von Gott kommen kann. Du hast dich von seiner Redegewandtheit und seine Zauberei beeindrucken lassen. Wir sollten zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Jesus vielleicht tatsächlich der Messias ist, auf den wir alle warten. De quelle façon se distingue-t-il des autres prophètes qui rabbin de notre histoire bimillénaire? En vérité, je vous le dis, il se distingue en disant d'avoir la puissance de pardonner les péchés. Nous avons toujours cru que Dieu seul possède ce pouvoir. Ce rabbin de Galilée, je n'ose même pas le dire, se met à la place de Dieu. Ce terrible péché n'a été connu jusqu'à présent une seule fois. Il n'y a qu'un seul être qui n'ait jamais tenté, Lucifer. Je m'adresse aux frères ayant exprimé leur sympathie pour cet homme. Je vous demande si un homme peut être l'égal de Dieu. Les écrits nous enseignent que le Messie vient en tant que roi. Jésus est-il roi?
n'est-il pas un blasphémateur? Ce qu'il proclame est-ce vraiment aussi important que nous devons trahir notre enseignement et que nous avons le droit de trahir notre peuple? Voilà la question qui me préoccupe. Die Römer werden uns nicht viel Zeit lassen, eine Antwort zu finden. Wir müssen handeln, und zwar sofort. Wir müssen dem Treiben des Verführers ein Ende setzen. Comment il parvient discrètement? Während des Festes ist es gefährlich. Es sind ständig fanatische Anhänger um ihn. Ein Funke kann das Feuer entzünden und schon schlagen die Römer zu. Jetzt muss etwas geschehen. Wir müssen ihn verhaften. Nein, lasst mich ihn überreden, freiwillig zu kommen. Selbst wenn er freiwillig käme, würde das zu viel Aufsehen erregen. Wir müssen ihn heimlich festnehmen. Vielleicht können wir erfahren, wo er sich nachts aufhält. Ich kenne einen seiner Anhänger. Vielleicht kann ich ihn gegen gute Bezahlung dazu überreden, uns seinen Aufenthalt mitzuteilen. Promenitu. Wir müssen erreichen, dass die Stimmung im Volk umschlägt. Notre objectif est clair. Que Dieu nous aide. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et d'honorer ma maison de ta présence. Magdalena. Rabbi. Mes chers amis, adieu. C'est la dernière fois que je vous rends visite. Mais pourquoi? Mais tu es toujours le bienvenu chez nous. Willst du wirklich für immer fortgehen? Wir können doch hier bleiben bei unseren Freunden, wo wir sicher sind. Oui, nous restons simplement ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger. Ihr versteht nicht die Prophezeiung. Ich muss den Willen meines Vaters tun. Ihr hängt zu sehr am Irdischen. Aber wir haben alles verlassen, um dir zu folgen. Wir wollen dich nicht verlieren. Soll ich mich im Schatten ausruhen, während die Ernte auf mich wartet? Der Menschensohn ist nicht in die Welt gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben für die Menschen hinzugeben. Aber warum willst du denn gehen? Der Vater will es so. Rabbi, würdest du ein Zeichen meiner Achtung annehmen? Tu, was du tun willst. Welch herrlicher Duft! Das ist kostbares Nardenöl. Jamais n'a-t-on rendu un tel hommage à notre maître. Aber warum diese Verschwendung? Man hätte mit dem Erlös den Armen helfen können. Warum kränkst du diese Frau? Ist es wirklich die Sorge um die Armen, die dich bewegt? Arme habt ihr immer um euch. Mich aber habt ihr nicht immer. Magdalena. Plus jamais, nous ne serons ensemble sur terre. Rabbi, ich weiß es. Du siehst,
weine nicht. Stärker als der Tod ist die Liebe. Du hast mir deine Liebe gegeben. Stark muss sie sein, damit sie nicht schwach wird bei dem, was kommt. Rabbi, lass mich mit dir gehen. Magdalena, du kannst mich nicht begleiten. Du bist mein Leben, Rabbi. Wenn du gehst, nimmst du mein Leben mit dir, auch wenn ich hier bleibe. Fürchte nichts, Magdalena. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Garde, lui de narco mon enterrement. Jésus, ta mère était claire. Mein lieber Sohn. Ich bin glücklich, dass ich dich gefunden habe. Ich habe lange nichts von dir gehört. Mutter, ich bin auch glücklich, dich wiederzusehen. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich fühle, dass du in großer Gefahr bist. Denk an Johannes den Täufer. Seine Rechtschaffenheit und Offenheit haben ihn das Leben gekostet. Das Volk, das dir zugejubelt hat, ist unbeständig. Es wird immer mehr verlangen und eines Tages kannst du es nicht mehr zufriedenstellen. Deine Gegner im Hohen Rat warten nur auf den geringsten Anlass, um dich anzuklagen und zu verurteilen. Und niemand wird dich verteidigen. Niemand! Je t'en supplie! Ne pars pas à Jérusalem! Die Stunde ist gekommen, mich nach dem Willen des Vaters zu opfern. Ich bin bereit, das Opfer zu vollbringen. Ich ahne dieses Opfer. Du wirst mit mir leiden. Meinen Todeskampf mit mir kämpfen. Du wirst aber auch meinen Sieg mit mir feiern. Darum weine nicht. Oh Gott, gib mir Kraft. Mutter, 33 Jahre hast du mütterlich für mich gesorgt. Ich danke dir. Wo werde ich dich wiedersehen? Dort, wo das Wort der Schrift erfüllt wird. Er war dem Lamm gleich, das hingeführt zur Schlachtbank seinen Mund nicht öffnet. Verzweifelt nicht in dieser schweren Stunde. Haltet euch fest an mich. Sprecht Trost einander zu. Und in 3 Tagen erwarte ich euch in Jerusalem, den großen Tag mit mir zu feiern. Ja, mein Sohn. Lebt wohl.
Jesus, ist dir deine Familie nichts mehr wert? Wann gibst du das Herumziehen auf? 33 Jahre alt bist du. Andere in deinem Alter haben ein Haus, eine Familie, eine Stellung in der Gemeinde. Du hast nichts. Nein, gar nichts. Du lebst von Almosen. Schäm dich! Anderen predigst du die 10 Gebote. Du aber kennst nicht einmal das Vierte. Du sollst Vater und Mutter ehren. Kümmerst du dich um deine Mutter? Und nicht nur das. Auch anderen Familien nimmst du die Söhne weg. Machst aufs Ehrliche Fischern und Handwerkern Landstreicher. Wohin soll das alles führen? Man sagt, du führst Reden gegen den Staat und die Priester. Das geht nicht gut aus. Komm jetzt mit uns. So rede doch. Sag etwas. Nimm endlich Vernunft an. Ich muss meinen Weg zu Ende gehen. Sieh, Meister, wie schön Jerusalem dort unten liegt. Johannes, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort werde ich den Hohepriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden mich den Römern übergeben. Diese werden mich verspotten, geißeln und töten. Geh nicht nach Jerusalem, bleib hier! Et pourquoi ne pas leur montrer ton pouvoir? Richte Gottes Reich auf Erden auf! Johannes, Petrus. Oui, Maître. Wir wollen das Sedermahl zusammenhalten. Geht ihr mit einigen voraus und bereitet alles vor. Le Sedermahl. Où faut-il le préparer? Wenn er in die Stadt kommt, wird euch ein Mann mit einem Krug Wasser begegnen. Folgt ihm ins Haus und richtet es dort. Ich danke euch für eure Gastfreundschaft. Lebt wohl. Ihr Übrigen begleitet mich. Jesus, wenn du wirklich gehen willst, dann denke auch an uns. Wir haben alles zurückgelassen, um dir zu folgen. Was soll aus uns werden? Mach dir keine Sorgen, Judas. Das Öl für deine Salbung war mindestens 300 Zehner wert. Davon könnten wir lange leben. Es hat euch bisher an nichts gefehlt und es wird euch auch in Zukunft an nichts fehlen. Ich verstehe das nicht. Du wolltest Frieden und Freiheit bringen. Du hast gesagt, erhebt euch, befreit euch von eurem Joch. Und jetzt redest du nur noch von der Vergebung der Sünden und davon, dass man seine Feinde lieben soll. Gestern hast du die Leute aufgefordert, dir zu folgen. Und heute redest du nur noch vom Sterben. Ich verstehe dich nicht mehr. Judas, je sais, la tentation est énorme. Nein, ich verstehe ihn nicht mehr. Ich habe alle meine Hoffnungen auf ihn gesetzt. Ich habe geglaubt, dass wir mit ihm diese verhassten Römer verjagen können. Doch jetzt redet er nur noch vom Gehen und vom Sterben. Keiner weiß, wann sein Reich kommt. Jetzt müsste er es errichten. Aber er spricht nur von Armut, Verfolgung und Gefängnis. Wenn ich nur wüsste, wie es weitergehen soll. Judas,
Was gibt's? Du bist so nachdenklich. Was ist los mit dir? Was geht dich das an? Wir haben doch kürzlich noch miteinander gesprochen. Sag, Judas, wie steht es um deinen Meister? Oder hast du ihn gar verlassen? Steht es nicht mehr gut mit ihm? Mir kannst du dich anvertrauen. Nein, es steht nicht mehr gut um ihn. Er sagt selbst, sein Ende sei nah. Ich weiß nicht, was werden soll. Jesus hat zu mir gesagt, das Herz sei wichtiger als der Verstand. Ich glaube, ich bin nicht fähig, sein Jünger zu sein. Betrüg dich nicht selbst, Judas. Du glaubst nicht mehr an ihn. Du hast erkannt, dass er nicht der Messias ist. Willst du es dir nur nicht eingestehen? Es stürzt uns doch alle ins Unglück. Ich bin Säckelmeister bei ihm. Die Kasse ist leer. Wie meinst du das? Er stürzt uns noch alle ins Unglück. Er sagt immer, macht euch keine Gedanken um eure Zukunft. Wenn ihm etwas passiert, was wird dann aus uns? Ich glaube, Judas, es wird Zeit, dass du dir um deine eigene Zukunft Gedanken machst. Daran denke ich schon länger, aber ich finde keinen Weg. Brauchst du doch nicht lange zu suchen. Der schönste Weg liegt vor dir. Wieso? Hast du noch nichts vom Beschluss des Hohen Rates gehört? Von welchem Beschluss? Der Hohe Rat will Jesus Gelegenheit dazu geben, sich vor ihm zu verantworten. Und wer Jesus vor den Hohen Rat bringt, erhält eine ansehnliche Belohnung. Vor den Hohen Rat? Es gibt nur eine Möglichkeit, die Wahrheit über Jesus herauszufinden. Er muss vor den Hohen Rat. Und du kannst ihn dazu bringen. Bedenke, wie viele einflussreiche Mitglieder des Hohen Rates für Jesus sprechen werden. Und wenn er wirklich der Messias ist, wird Gott ihn nicht verlassen. Komm, Judas, schlag ein. Überleg nicht lange. Du wirst ein angesehener Mann werden. Sei nicht dumm, Judas. Der Hohe Rat wird dir dankbar sein. Komm, schlag ein. Einverstanden. Gut. Wir gehen sofort zum Hohen Rat. Nein. Ich will zuerst zum Meister. Gut, wir treffen uns um die 11. Stunde. In der Tempelgasse. Ein Mann? Ein Wort. Dass er der Messias ist. Aber er wirkt doch viele Wunder. Er hilft den Armen und Kranken. Er zeigt uns den richtigen Weg. Ja, aber der Hohe Rat will das alles nicht wahrhaben. Sie sehen in ihm eine Gefahr für ihre Macht. Ich meine immer noch, dass wir zu unseren Freunden nach Galiläa gehen sollten, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. C'est bon. Entrez! Heureusement, c'est pas bon pour nous de nous montrer trop longtemps en vie en ce moment. Ist euch auch niemand gefolgt? Nein. Aber sag, Petrus, findest du nicht auch, dass es besser gewesen wäre, diesmal nicht nach Jerusalem zu gehen? Si le maître a décidé ainsi, c'est qu'il a certainement ses raisons. Das ist Selbstmord. Red kein Unsinn, Thomas. Red kein Unsinn. Ich sage es noch einmal. Das ist Selbstmord. Du weißt genau, dass die Massen ihm nachstellen. Er ist immer von Menschenmengen umringt.
Sie umjubeln ihn. Sie erwarten immer größere Taten. Ich glaube, wir sollten uns während des Passia-Festes nicht so sehr in der Stadt zeigen. Wir setzten all unsere Hoffnung in ihn. Nichts schien unmöglich. Aber langsam frage ich mich, wo das alles hinführen soll. Aber wir haben unsere Väter und Mütter, Frauen und Kinder zurückgelassen. Wir haben alles verlassen, um ihm zu folgen. Zweifellos erhalten wir unseren Lohn. Jesus hat es uns versprochen. Ich setze nicht so sehr auf diesen Lohn, dieses glorreiche Königreich, das sie erwartet. Vielleicht hat er recht. Können wir uns der Verheißung sicher sein? Jesus hat nichts, was er uns geben kann. Judas, was willst du damit sagen? Ganz einfach. Dass ich kein Schaf bin. Ich bin ein Mensch mit Verstand, aber ich will nicht immer nur verstehen, ich will auch mal mit den Händen etwas greifen können. Ich verstehe nicht mehr als du auch, Judas. Aber ich vertraue ihm. Brennt nicht unser Herz, wenn er zu uns spricht? Die Liebe? Die Liebe allein reicht nicht. Er ist dein Freund, Judas. Er liebt dich. Nein, Johannes. Er sagt, er will für jeden da sein. Er liebt alle Menschen. Et cette attention qu'il a pour ce qui fait te laisse insensible? Die Menschen jubeln ihm doch zu. Ja, die Menschen jubeln ihm zu. Sie verehren ihn sogar. Aber nur die Armen, die Reichen machen sich lustig über ihn. Die Reichen und Mächtigen verachten ihn. Viele hassen ihn sogar. Er begeistert uns mit seinen Versprechungen, aber er müsste das Reich Israel neu errichten. Er hat das jüdische Volk betrogen. Er hat mich betrogen. Er hat uns alle betrogen. Judas! Ja, und er betrügt uns immer noch. Er ist nicht der Messias. Viele Menschen glauben an ihn. Die Massen sind begeistert von seinen Heilungen und Wundern. Doch seit er von der Liebe zu den Feinden spricht und ähnlichen Utopien ist Schluss. Ich höre schon das hohe Gelächter der Menge, die sich über uns lustig macht. Die Priester verfluchen uns, weil wir uns nicht mehr an die überlieferten Riten halten, die sie uns gelehrt haben. Wie viele Synagogen stehen uns noch offen? Bald können wir nur noch mit Zöllnern und Samaritern sprechen. Was ist aus uns geworden? Wir gehörten nicht zu den Großen, aber bevor wir ihm begegneten, hatten wir unseren Platz. In unseren Familien, in unseren Dörfern. Ich jedenfalls wurde respektiert und heute? Heute lachen sie über mich. Und ihr sprecht von eurem Lohn und einer glücklichen Zukunft. Ich bin auch ausgestoßen. Ma femme est partie avec mes trois enfants. Neulich wurde ich mit Steinen aus meinem Dorf verjagt. Seid ihr denn alle verrückt geworden? Selbst wenn einige von euch Schwierigkeiten hatten, haben wir nicht so viele glückliche Tage mit Jesus verbracht, dass wir gar nicht an ihm zweifeln können? Seid ihr denn von der frohen Botschaft nicht mehr begeistert? Selbstverständlich! Er brachte uns so viele frohe Botschaften, dass wir sie nicht mehr hören können. Aber ich weiß, wie er uns und viele Menschen verzaubert hat. Mit freundlichen und sanften Worten spricht er zu ihnen und sagt, er allein sei die Wahrheit. Aber mit Worten wird Israel nicht von den Römern befreit, die Ausbeutung der Armen durch die Reichen nicht beendet und die Sklaven werden nicht in die Freiheit geführt. Du glaubst also wirklich nicht mehr, dass Jesus der Messias ist? Der Messias? Würde der Messias es zulassen, dass das auserwählte Volk so erniedrigt wird? Vielleicht wartet Jesus nur, bis seine Stunde gekommen ist. Er sagt es doch immer wieder. Mit der Vergebung der Sünden, mit der Erniedrigung zum Sklaven
und dem Verzicht auf die Güter dieser Welt kann man sich nicht von seinem Joch befreien. Würde der Messias sagen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist? Die Erde ist für den Menschen geschaffen, damit er sich an ihr erfreuen kann. Und auch die Güter dieser Welt sind da, damit der Mensch sich an ihnen erfreuen kann. Seine Verheißungen führen nicht zum Ziel. Aber wir haben zu viele Wunder miterlebt, um nicht an seinen Triumph zu glauben. Er hat die Wunder nur bewirkt, um Illusionen zu wecken. Und die Toten, die er aufgeweckt hat? Lazarus zum Beispiel. Sind sie nicht der Beweis, dass er tatsächlich der Messias ist? Wenn er tatsächlich der Messias ist, würde er dann so oft vom Sterben reden? Erwarten wir einen sterblichen König? Er sieht seinen eigenen Tod voraus, aber er kann ihn nicht verhindern. Also, warum ist er gekommen? Um uns Ehre zu führen? Nein. Glaubt nicht, dass ich ihn hasse, aber er hat uns getäuscht und ich verstehe nicht, dass ihr das akzeptiert. Man kann nicht alle Menschen lieben, nicht das Böse mit Guten vergelten, nicht auch noch die rechte Wange hinhalten, wenn man auf die linke geschlagen wurde, noch seinen ganzen Besitz aufgeben. Jetzt reicht es, Judas. Es reicht! Bisher hast du gesprochen. Jetzt rede ich! Dass du an Jesus zweifelst, selbst wenn dich das schmerzt, kann ich dir nicht verbieten, das ist dein gutes Recht. Aber dass du heute versuchst, weil du ein guter Redner bist, diese Zweifel auch unter uns zu säen, kann ich nicht akzeptieren. Du warst schon immer sehr eigen. Geh, wenn es dir nicht mehr passt. Und handle, wenn du glaubst, dass du handeln musst. Aber versuche nicht, uns in deine Zweifel mit einzubeziehen. Beruhige dich, Petrus. Wir bereiten das Mahl. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Streiten. Aber ihr hört ihn doch ohne jede Widerrede zu. Was seid ihr für Jünger? Drei glückliche Jahre haben wir mit dem Meister verbracht. Und leichtfertig habt ihr nach wenigen Sätzen alles vergessen. Erinnert euch, haben wir nicht zusammen Kranke geheilt und die Ankunft des Reiches Gottes verkündet? Ja, aber jetzt wollen wir wissen, wo uns das alles hinführt. Dann wurde nur le Royaume de Dieu. Habt ihr denn keine Ohren zu hören? Jesus hat es doch in letzter Zeit klar und deutlich erklärt, dass die Zeit gekommen ist. Das Reich ist in greifbare Nähe gerückt. Worüber streitet ihr? Sei gegrüßt, Meister. Jésus, tout est préparé comme tu l'as voulu. Wer ist der Größte? Der am Tisch sitzt und bedient wird? Oder der Diener? Der am Tisch sitzt. Ich aber will unter euch euer Diener sein. Ich bin sogar bereit, mein Leben für meine Freunde hinzugeben. Petrus? Maître, tu veux me laver les pieds?
Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Aber später. Non, jamais tu me laveras les pieds. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Jésus, dans ce cas, non seulement les pieds, mais la main, les mains et la tête. Wer das Bad genommen hat, braucht sich nur die Füße zu waschen, um rein zu sein. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Begreift ihr, was ich jetzt an euch getan habe? Ihr nennt mich zu Recht Herr und Meister, denn ich bin es. So wie ich euch als Herr und Meister die Füße wasche, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebet einander, so wie ich euch liebe. Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Meine Freunde, nehmt Platz. Ich freue mich, dieses Mal mit euch zu essen, bevor ich gehe. Ich werde es nicht mehr essen, bis alles vollendet sein wird im Reich meines Vaters. Comment ce royaume sera-t-il organisé? Ja, Herr, wer wird links und wer wird rechts neben dir sitzen? Ich lehre euch schon so lange und ihr habt noch nicht verstanden. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Die Menschen streben nach Ruhm und Macht und wollen als Herren regieren. Ihr sollt nicht so sein. Der Größte unter euch sei wie der Geringste. Und wer der Erste unter euch sein will, der sei der Diener aller. Und wer dienen will, der muss ablegen, was hinderlich ist. Die feinen Kleider und somit Rang und Namen, Befangenheit und Eigennutz. Dann ist die Begegnung mit anderen möglich. Ein neuer Bund fängt an in dieser Stunde. Ich stifte ihn feierlich, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Dieser Bund wird dauern, bis alles vollendet sein wird. Herr, unser Gott, Hirte der Welt, der du die Früchte wachsen lässt, segne dieses Brot. Mangeons tous. Ceci est mon corps. So wie dieses Brot ausgeteilt wird, so wird mein Leben hingegeben. Herr, unser Gott, Hirte der Welt,
der du die Trauben wachsen lässt. Segne diesen Wein. Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. So wie dieser Wein ausgeteilt wird, so wird mein Leben Frucht bringen. Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich erneut davon trinke, im Reich Gottes. Meister, niemals werde ich dich vergessen. Du weißt, dass ich dich liebe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. So wie der Vater mich liebt, so liebe ich auch euch. Aber ich muss es sagen, es ist einer unter uns, der mich verraten wird. Verraten? Was soll das heißen? Personne d'entre nous serait capable de te trahir. Einer wird mich verraten, denn die Schrift muss erfüllt werden. Wer? Qui est? Herr, meinst du mich? Ja, Judas. Was du tun willst, tu es bald. Der Menschensohn ergeht aus dieser Welt, wie es geschrieben steht. Doch der, der ihn verrät, wäre besser nie geboren. Und euch sage ich noch einmal, steht zueinander, liebt einander, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Où vas-tu, maître? Wohin ich gehe, kannst du mir noch nicht folgen. Bien sûr que je peux te suivre. Chacun d'entre nous donnerait sa vie pour toi. Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Genug. Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden und vollende das Werk, das du mir aufgetragen hast. Vater, ich bitte dich für sie. Erhalte sie in deinem Namen. Ich habe ihnen dein Wort verkündet. Bewahre sie vor dem Bösen. Dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Aber nicht für sie allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Damit alle eins sein,
gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, damit die Liebe, mit der du mich liebst, auch in ihnen und ich in ihnen sei. Lasst uns das Dankgebet sprechen. Lobt den Herrn, lobt ihn alle Nationen, denn seine Wahrheit bleibt in Ewigkeit. Seine Wahrheit bleibt in Ewigkeit. J'aurais encore tellement de choses à vous dire, mais à présent, vous êtes incapable de comprendre. Lasst uns nach Gethsemane gehen. Seiner Schüler unterwegs. Der Mann ist bereit, uns zu helfen. Noch etwas. Was meinst du, was wir für seine Ergreifung zahlen sollen? Das steht im Gesetz. 30 Silberling ist ein Sklave wert. Gut. Den Sklavenpreis soll uns dieser Messias wert sein. Ehrwürdige Priester, ich stelle euch diesen Mann vor. Er ist ein Vertrauter des Galiläers und weiß genau, wo er sich aufhält. Du kennst den Mann, den wir suchen? Ich bin einer seiner Jünger. Wie heißt du? Judas. Du bist also bereit, uns seinen Aufenthalt mitzuteilen? Ja. Was gebt ihr mir dafür? 30 Silberlinge. Und das ist noch nicht alles. Wir werden uns auch weiter um dich kümmern. Deine Zukunft ist gesichert. Einverstanden. Rabbi, gib ihm das Geld. Aber wir wollen ihn noch vor dem Fest vernehmen. Heute noch. Ich führe euch zu ihm. Wir schicken die Tempelwache. Und geht ihr beide mit. Seid vorsichtig. Keine Sorge. Wir will wissen, wie wichtig der Auftrag ist. Ich werde alles erkunden und hole euch am Tor zur Betfage ab. Vorzüglich. Alles geht nach unseren Wünschen. Dieser angebliche Prophet wird bald in unseren Händen sein. Meine Brüder, wir müssen uns entscheiden. Soll ein Mann, von dem wir nicht wissen, wer er ist, ein Mann, der inzwischen zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung geworden ist, soll dieser Mann für das Volk sterben oder soll das ganze Volk für diesen Mann sterben? Faites moi confiance. Pour maintenir la paix dans notre pays, Jésus doit mourir. Gott hat gesprochen durch den Hohepriester. Wir werden ihn allerdings verhören. Auch müssen wir ihm Gelegenheit geben, sich zu rechtfertigen. Auch Zeugen müssen wir beibringen, sonst glaubt das Volk, dass wir ihn nur aus Hass und Neid verfolgen. Wenn das Urteil gesprochen ist,
Bringen wir ihn zu Pontius Pilatus. Er muss das Todesurteil fällen. Der Feind unseres Tempels sterbe. Vater, schau auf deinen Sohn. Ich fühle, wie der Zweifel in mir brennt. Warum muss ich sterben? Ist es wirklich dein Wille, dass ich das alles durchmachen muss? Musst du durch mich deine Liebe für die Menschheit offenbaren? Gibt es keinen anderen Weg? Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich es nicht ertragen kann, mein Vater. Zu einem scharfen Schwert gemacht. Ich habe den Menschen deinen Willen offenbart, ihnen dein Wort gegeben, aber wenn ich dieses Leid auf mich nehme, wenn ich sterben werde, was wird dann? Werden die Menschen begreifen, warum ich dieses Opfer bringen muss? Wird das, was ich gesagt und getan habe, wirklich etwas ändern? Oder wird alles vergebens sein? Lass mich an deiner Weisheit teilhaben und zeige mir, warum ich diesen Weg gehen muss. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Vater, deinen Sohn, höre ihn! Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
mir Kraft in meiner schwersten Stunde. Steht auf, die Stunde ist gekommen. Rabbi, ich grüße dich. Mein Freund, wozu bist du gekommen? Nehmt ihn fest! Stecke dein Schwert weg! Denn wer das Schwert ergreift, der fällt auch durch das Schwert. Bindet mich und lasst ihn fliehen. Bringt ihn zum hohen Priester! Wir sind verraten! Was hast du geplant? Das hast du von Anfang an geplant! Versteh doch, wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann wird er am Schluss triumphieren. Wir müssen ihn zwingen, seine Lehren vor dem Hohen Rat zu erklären. Ich bin sicher, er wird auch diese überzeugen. Nein. Nein, das bezweifle ich. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns jetzt trennen. Wir sind jetzt alle in Gefahr. Nein. Ich gehe ihm nach. Vielleicht hat Judas recht. Verschiedene Zeugen haben dem Hohen Rat berichtet, dass du dich mehrfach in Wort und Tat der Gotteslästerung schuldig gemacht hast. Du weißt, dass dies das schwerste Verbrechen ist, das unser Gesetz kennt. Wir wollen dir heute Morgen Gelegenheit geben, zu dieser Anklage Stellung zu nehmen und sie, wenn es dir möglich ist, zu entkräften. Ich möchte dich daher zu Beginn der Verhandlung bitten, dem Hohen Rat die Lehre zu erklären, die du und deine Schüler im Land verbreiten. Ihr alle wisst, dass ich öffentlich gesprochen habe. Jeder, der mich hören wollte, konnte mich hören. Ich habe nichts im Geheimen gesagt oder getan. Wie kannst du zulassen, dass ein Angeklagter vor Gericht geschlagen wird? Ich protestiere und fordere, dass der Mann bestraft wird. Zera, sorge dafür, dass die Verhandlung korrekt verläuft. Bitte, Rabbi, fahre fort. Wenn ich Unrecht geredet habe, so beweist es mir und klagt mich an. Wenn ich Recht geredet habe, lasst mich frei. Draußen wartet ein Zeuge, der bestätigen kann, dass dieser Mann öffentlich gepredigt hat, er will den Tempel abreißen und in 3 Tagen einen neuen bauen. Dazu brauchen wir keine fremden Zeugen. Ich habe es selbst gehört. Er will den Tempel abreißen und in 4 Tagen einen neuen bauen. Aber das war doch nicht wörtlich zu verstehen. Gerade du, Zera, solltest den symbolischen Gehalt einer solchen Redewendung begreifen. Außerdem sind es nun 3 oder 4 Tage. Wer einen solchen Ausspruch wörtlich nimmt, sollte ihn auch genau wiedergeben können. Er hat das Volk zum Ungehorsam aufgereizt, die Obrigkeit gelästert und gesagt, dass man die Priester nicht ehren soll. Ich sah mit eigenen Augen, wie er am Sabbat einen Kranken heilte. Am Sabbat! Er hat dem Volk verboten, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Mit Sündern ist er freundlich umgegangen und hat sogar gespeist in ihren Häusern. Wir wollen uns doch nicht in Details verlieren. Ich möchte jetzt vielmehr über den Aufruhr sprechen, den der Angeklagte im Tempel angezettelt hat. Aber das ist doch nicht wahr. Du weißt genau, dass Barabbas den Aufruhr verursacht hat. Deshalb ist er von den Römern verhaftet worden. Aber Barabbas ist zu seinen gewalttätigen Handlungen durch die gotteslästerlichen Reden des Angeklagten herausgefordert worden. Und das ist doch der Punkt, um den es hier eigentlich geht. Wie viele fromme und rechtschaffene Männer sollen denn noch durch seine Reden beleidigt und zu Gewalttaten provoziert werden?
sollen wir es den Römern tatsächlich so leicht machen, immer wieder Strafmaßnahmen gegen unser Volk zu ergreifen. Ich muss noch mal auf das Verhalten des Angeklagten im Tempel zu sprechen kommen. Damit hat er bewiesen, dass er ein falscher Prophet ist, der gegen unsere heiligste Instanz verstoßen hat. Darauf steht die Todesstrafe. Rabbi. Je entend dire que tu te considères toi-même fils de Dieu. Est-ce la vérité? Wenn ich es euch sagen würde, würdet ihr mir nicht glauben. Und wenn ich euch fragen würde, würdet ihr mir nicht antworten. Jedoch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen sehen. Lasst ihn an! Hört ihn euch nicht länger an! So hältst du dich also wirklich für den Sohn Gottes? Ich bin es. Was brauchen wir noch Beweise? Wir haben es aus seinem eigenen Munde gehört. Er hat sein eigenes Urteil gesprochen. Jesus von Nazareth, des Todes schuldig. Nicht ich und nicht der Hohe Rat. Das göttliche Gesetz verhängt die Todesstrafe über dich. Sie soll morgen vollzogen werden. Führt den Angeklagten hinaus. Wir müssen ihn sofort zu Pontius Pilatus bringen, damit er das Urteil über ihn spricht. Wir müssen die offizielle Anklageschrift formulieren, damit der Fall morgen früh gleich entschieden wird. Lass mich durch! Ist es wahr? Ihr habt ihn zum Tode verurteilt? Wie kannst du einfach in unsere Versammlung eintreten? Hinaus, wenn wir dich brauchen, rufen wir dich. Ich muss es wissen. Habt ihr Jesus zum Tode verurteilt? Ja, dein Meister muss sterben. Aber ihr mordet doch die Unschuld. Wenn ihr das tut, gibt es keine Ruhe mehr für mich. Was verwirrt dich so? Wenn du reden willst, so rede. Doch fasse dich zuerst. Du stehst hier vor dem Hohen Rat. Ihr mordet Jesus, obwohl er unschuldig ist. Was willst du denn, Judas? Du hast dich doch selbst zum Verrat entschlossen und mit deinem Wort den Kauf besiegelt. Diese verfluchten Silberlinge. Du hast deinen Lohn. Und wenn du ruhig bist, kannst du vielleicht noch mehr erhalten. Nichts will ich mehr. Gebt mir meinen Meister heraus. Bist du verrückt geworden? Den Unschuldigen fordere ich zurück. Ich kann doch meine Hände nicht mit seinem Blut beflecken. Willst du dem Hohen Rat Lehren erteilen? Du Verräter! Dein Meister stirbt. Und du hast ihn ausgeliefert! Verräter? Mein Meister muss sterben. Dann bin auch ich verloren. Aber ihr! Judas! Da habt ihr euer Geld! Und jetzt gebt mir meinen Meister heraus! Warum hast du dich für die Sache hergegeben? Ihr gebt ihn mir nicht zurück! Dann seid verflucht und fahrt mit mir zur Hölle! Wie konnte ich das nur tun? Meinen Meister habe ich verraten und tot ausgeliefert. Wo ist noch ein Mensch, der so voll Schuld ist? Dieses verfluchte Geld. Er war immer so gut zu mir. Selbst dann noch, als ich schon Zweifel an ihm hatte. Kein Jünger mehr. Wo soll ich noch hin? Von aller Welt verachtet. Jesus, hilf mir! Was für ein Leben. Ich kann
Ich will es nicht mehr ertragen. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Mich am frühen Morgen zu stören, Kaiphas. Statthalter des mächtigen Kaisers, Heil und Segen dir. Wir bringen diesen Menschen mit Namen Jesus vor deinen Richterstuhl. Der Hohe Rat hat ihn zum Tod verurteilt. Wir bitten dich, dass du den Urteilsspruch bestätigst und vollstrecken lässt. Was hat dieser Mann verbrochen? Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht hergebracht. Zuerst muss ich die Klage überprüfen, die er gegen den Mann erhebt. Er hat Gottes heiliges Gesetz missachtet und gegen die Satzungen unserer Väter verstoßen. Dann richtet ihn nach eurem Gesetz. Er ist vom Hohen Rat bereits schuldig gesprochen und verurteilt worden. Uns aber ist es nicht erlaubt, ein Todesurteil zu vollstrecken. Das steht in Judäa nur dir zu. Deshalb unsere Bitte, bestätige das Urteil des Hohen Rates und vollstrecke es. Wie kann ich denn ein Urteil über einen Menschen sprechen, solange ich das Verbrechen nicht kenne? Von seiner Schuld nicht überzeugt bin. Ich will wissen, was er getan hat. Das Urteil ist gesprochen und in der Anklageschrift begründet. Was mutet ihr mir zu? Soll ich euer blindes Werkzeug sein? Ich muss wissen, was er verbrochen hat. Nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Das ist doch noch lange kein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht. Auch die Gesetze unseres Herrn und Kaisers hat er in schwerer Weise übertreten. Ich bin erstaunt. Seit wann unterstützt ihr die Interessen Roms? Er hetzt das Volk auf. Er rebelliert gegen dich und den Kaiser. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Habt ihr Beweise? Beweise? Beweise genug. Er gibt sich für den Messias aus, den König Israels. Genug. Lass mich mit dem Gefangenen allein. Du hast die Klagen gegen dich gehört. Gib mir Antwort. Du hast dich einen Sohn Gottes genannt, sagen sie. Woher bist du? Du willst nicht reden? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Und dass ich Macht habe, dich freizulassen? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Bist du der König der Juden? Fragst du das aus dir selbst? Oder weil es andere von mir sagen? Bin ich Jude? Dein Volk und deine Priester haben dich hierher gebracht. Sie beschuldigen dich. Du wolltest dich zum König über Israel machen. Was sagst du dazu? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, hätten meine Anhänger für mich gekämpft. Nein, mein Reich ist nicht von hier. Du bist also ein König. Wo ist dein Reich? Wo dein Volk? Ja, ich bin ein König.
in die Welt gesandt, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wahrheit! Was ist Wahrheit? Was in Jerusalem Wahrheit ist, entscheide ich. Ich gebe euch mein Urteil bekannt. Du bist ein verwirrter Träumer. Ich gebe euch einen Gefangenen zurück. Er ist ein Träumer. Ich kann nicht erkennen, dass von ihm eine Gefahr für den Staat ausgeht und sehe daher keinen Anlass, ihn zum Tod zu verurteilen. Wenn jemand sich im Land des Kaisers zum König macht, ist er nicht ein Hochverräter? Verdient er nicht die Todesstrafe? Was bedeutet das? Bei uns in Rom ist jeder Weise ein König. Wo ist der Beweis, dass er sich die Macht angeeignet hat? Tatsache ist, er hat das Volk aufgehetzt. Von Galiläa, wo er angefangen hat, über Samaria und Judäa bis nach Jerusalem, wo er vor kurzem umjubelt wie ein König eingezogen ist. Ist er aus Galiläa? Er ist aus Nazareth, aus dem Gebiet des König Herodes. König Herodes ist in der Stadt. Bringt ihn zu ihm. Er soll nach Belieben über seinen Untertan richten. Ich lasse ihn grüßen. Mit Namen Jesus vor deinen Thron. Wie? Den berühmten Mann aus Nazareth bringt ihr als Gefangenen zu mir? Schon lange möchte ich den Wundertäter kennenlernen, dem das Volk in Scharen nachläuft. Dieser Mann stellt alles in Frage, was uns heilig ist. Er lästert Gott, indem er sich als dessen Sohn bezeichnet. Nach dem Gesetz muss er sterben. Wir bitten dich, dass du als sein König das Urteil des Hohen Rates bestätigst. Wie kann ich in einem fremden Land Richter sein? Bringt ihn zu Pilatus. Wir kommen von Pilatus. Er schickt uns zu dir, weil der Angeklagte aus Nazareth stammt. Pilatus erlaubt mir, auf römischem Gebiet ein Urteil zu sprechen? Vielleicht will er dir seinen Gunsten erweisen. Gut, gut. Man hat mir schon viel von dir erzählt. Man sagt, dass du die Geheimnisse der Herzen kennst. Und Taten vollbringst, die die Grenzen der Natur weit überschreiten. Lass uns etwas von deiner Kunst sehen. Ich hatte heute Nacht einen sonderbaren Traum. Nenne und deute ihn mir. Nicht einfach? Gut.
dann etwas anderes. Du kannst doch Wunder tun. Mach, 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 dass es plötzlich dunkel werde, wie einst Moses dies tat. Oder verwandle diesen Strick jenes Kriegers in eine Schlange. Dann verwandle Wasser zu Wein. Das kannst du doch. Ein Wunder und ich lass dich frei. Wundertäter, dummes Geschwätz. Er kann und weiß nichts. Was ist mit deiner Weisheit? Wo ist deine Wunderkraft? Dann lasst ihn doch laufen, er ist nicht der Mühe wert, die ihr euch macht. Auch deine Macht ist in Gefahr, denn er behauptet, ein König zu sein. Ein König? Ein Narrenkönig vielleicht. Drum schenk ich ihm einen Königsmantel und setz ihn ein zum König aller Narren. Er hat den Tod verdient. Er hat gesagt, er will uns den Tempel, den dein Vater uns gebaut hat, abreißen und in 3 Tagen einen schöneren bauen. Da habt ihr ja euren Narrenkönig. Er hat ferner dich, seinen König, einen Fuchs gescholten. Ei! So gesteht er mir zu, was ihm ganz und gar fehlt. Mit dem schönen Mantel umhüllt, mag er in seinem Reich glänzen. So führt ihm dem Volke vor, es kann ihn deiner Herzenslust bejubeln. Aber mein König, dein Urteil, dein Spruch. Mein Spruch ist der, er ist ein Scharlatan, nicht fähig der Verbrechen, die ihr ihm vorwerft. Geht und lasst mich in Ruhe. Du wirst es sicher noch bereuen. Ich fürchte nicht. Aber mein König! Es bleibt bei meinem Spruch. Bringt ihn zu Pilatus, er soll seiner Pflicht nachkommen. Und gebietet Gruß und Freundschaft vom König Herodes. Thank you.
ein Mensch? Ein Herzogin! Kann ich aber dieser Anblick Mitleid bei euch erwecken? Nein! Statthalter des mächtigen Kaisers, höre auf das Volk! Es schließt sich unserer Forderung an! Es verlangt seinen Tod! Wir verlangen seinen Tod! Herkules, dieses Volk verstehe ich nicht. Noch vor wenigen Tagen habt ihr ihn in Jerusalem umjubelt und jetzt verlangt ihr seinen Tod. Das Volk hat endlich eingesehen, dass es betrogen wurde von diesem Abenteurer, der sich als Messias ausgegeben hat und König Israels sein wollte. Hört, Männer und Frauen, es ist ein alter Brauch, euch zu eurem Passjahrfest einen Gefangenen freizugeben. Ihr habt die Wahl. Soll ich euch Barabbas freigeben oder Jesus? Entscheidet! Barabbas! Was soll mit diesem hier geschehen? Du hast uns versprochen, den freizulassen, den das Volk verlangt. Ich bin es gewohnt, meine Versprechen zu halten. Aber was soll mit Jesus geschehen? Euren König soll ich kreuzigen lassen? Wir haben keinen König, nur den Kaiser in Rom. Nein. Ich kann das Todesurteil über ihn nicht sprechen. Ich sehe keine Schuld. Er ist genug bestraft. Ich lasse ihn frei. Du willst ihn also freilassen? Wenn du das tust, bist du kein Freund des Kaisers. Denn vergiss nicht, er hat sich gegen deinen Herrn erhoben. Was hat er denn getan? Die Wildung attente qu'il accomplisse sa mission. Libère-le, et tu seras responsable de l'émeute qui en résultera. Nein, ich werde einen Unschuldigen nicht zum Tod verurteilen. Warum, Statthalter? Willst du diesen nicht verurteilen? Du ließ es doch vor kurzem erst. Hunderte hinmorgen, ohne Gericht und ohne Urteilsspruch. Wenn du ein treuer Diener deines Kaisers bist, darfst du auch diesen nicht freisprechen. Wir werden es nach Rom berichten. Der Kaiser wird erstaunt sein, dass du einem Hochverräter Schutz gewährst. Pilatus ist ein Feind des Kaisers. So, nehmt ihn hin und kreuzigt ihn. Mann, bringe Wasser. Barabbas sei frei. Lasst ihn laufen. Ja, Schüssel, Pilat. Euren Drängen habe ich nachgegeben. Doch seht, ich wasche meine Hände in Unschuld. Hört, ich gebe euch das Todesurteil bekannt. Ich, Pontius Pilatus, des mächtigen Kaisers Claudius Tiberius, Landpfleger in Judäa, spreche hiermit auf Verlangen des Hohen Rates und der anwesenden Menge das Todesurteil über Jesus von Nazareth. Die Anklage lautet, er hat das Volk aufgehetzt, er hat sich selbst zum König der Juden gemacht. Er wird daher wegen Hochverrat und Störung der öffentlichen Ordnung zum Tod verurteilt. Er soll außerhalb der Stadt ans Kreuz geschlagen und so vom Leben zum Tod gebracht werden. Jesus von Nazareth stirbt heute den Kreuzestod. Komm die Seele, sur le Golgotha! Johannes, wo ist er? Was ist mit ihm geschehen?
Priester können ohne Pilatus nichts tun. Und der wird ihm helfen. Glaub mir. Oh, Johannes, ich kann die Ungewissheit nicht mehr ertragen. Sei stark, Mutter. Komm, lass uns gehen. Es ist die Stunde, die er dir vorausgesagt hat. Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Los, stellt das Kreuz hier auf! Los, hilf ihm! Nazarenus ex Judeorum, Judenkönig? Wenn du der König der Juden bist, so steige doch herab von deinem Kreuz. Du hast doch früher anderen geholfen. Hilf dir nun selbst. Nun zeige deine Macht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sohn, siehe deine Mutter. Mutter, siehe deinen Sohn. Mein Sohn, noch am Kreuz bist du besorgt um uns. Dein letzter Wille
soll mir stets heilig sein. Eli! Eli lama sabachthani! Tutte accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Thank you.
Tage ist es nun her, seit du von uns gegangen bist, Herr? Du hast es vorausgesagt. Aber warum ist jetzt plötzlich alles so anders? Warum fühle ich mich so leer? Warum ist mein Herz so einsam? Und deine Freunde, Meister? Wo sind sie denn alle hin? Solange du da warst, war es einfach, an dich zu glauben. Doch jetzt? Keiner wollte mich heute Morgen begleiten. Sie haben Angst vor der Dunkelheit, weil es in ihnen selbst dunkel geworden ist. Und vor dem Licht fürchten sie sich. Du wolltest ihr Licht sein, unser Licht. Ist jetzt wirklich alles zu Ende? Kein Glaube, keine Hoffnung, keine Liebe. Va et annonce-le à tes amis.